Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Mann, ist das eine super Rekrutierung hier heute. Hallo, Cockatrice. This will be a cinch. There. Here's a little guardian arcana. Ja, komm, zack, zack. A chance against this training. Well fought, my chum. Ist halt nur die Frage, lassen sie die Eier fallen oder? Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn ich jetzt die Diebin da bei mir mit drin habe. Wenn ich die jetzt demnächst bekomme. Ob die auch klauen kann tatsächlich. Die Gegenstände klauen kann. Threat level low. Oh, ausgewachsen. Das muss es sein, ne? Erstmal hier. Wir versuchen alle die Kiste zu öffnen. Sei kein Dieb. Was habe ich bekommen? Ein Cockatrice-Ei. Dann können wir das Ding jetzt auch wegmachen. Hey, läuft. Das läuft ja einwandfrei hier heute. Ich bin begeistert. Ich habe ihm trotzdem sein Ei geklaut. Dem Cockatrice sein Ei gestohlen. Oder heißt es Cockatrice? Cockatrice? Ich weiß es gar nicht. Sprecht das so selbstverständlich aus? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ne? Ich weiß nur, dass es die in Final Fantasy auch gibt. Diese Gattung. So, Eltisse weiß. Dann dahin wieder zurück. I'm very zufrieden. Everything is very good. So, da haben wir's. Cockatrice eggs, right? You've got some? This should cover you. Indeed it will. Now, for your stamp. Das Stempelsystem. Okay, that's two of them. The truth is, what I really want is new recruits for... Now, for our next task. I need someone to deliver this cargo to an item shop in Aronside Village. Do you know the way? It's north of here. Yeah, I've been there. But like I was saying, then the job is yours. Make it quick. Die Isha. Aisha. Aisha wahrscheinlich, ne? Gut, dann nach Arensiede. All right. Man wird hier ausgenutzt. Frechheit. Zu einem. Dann müsste es ja da oben jetzt hier in der Gaststätte mit drin sein.
Nee, du willst das nicht. Nee. Ah ja, Imperial im Nacken sitzen. Immerhin sind wir im Geschäft. Pass jetzt auf. Das war's. Gibt's hier jemanden zum Rekrutieren? Ah, ich bin so rekrutierungssüchtig jetzt. Ich will sie mir alle schnappen. Hältes Weiß. Das ist ganz schön. Kann man ganz schön viel machen, um sie zu rekrutieren. Ich hoffe, das lohnt sich. Ist sie auch so ein super Charakter? Gehört sie auch zu den Top-Helden? Sonst ist es ja alles umsonst vielleicht. So, did you complete the delivery? Ja. Haben wir gemacht. Then that's one more stamp. Geil. Why look at that? Now you have three of them. That's enough to receive your first special perk in New Nevea. Now, if you were to collect even more... Listen, Isha, I appreciate the stamps, but would you listen to my request, please? Your request? Yeah, ich habe auch eine. I'd like you to consider joining the Alliance. The Alliance? Really? Yes, we're building a town of our own for the army. It's quite a place. You've got experience as a mayor, you said? Maybe you could help us out. Between gathering information and promoting New Nevea, I have been quite busy. Bin gespannt, ob ich noch nach Nevae komme. But I suppose I wouldn't mind putting that aside to work for the Alliance for a while. Das ist aber nett von dir. Does that mean you'll join us? Well, I know I have a couple of friends who would jump at this kind of invitation. We split up to collect intel, but if your town is that big a draw, then it might be a chance for us to reunite sooner. Very well. It would be my pleasure to join you, Noah. Oh, das freut mich. Von der weißt du nichts. Naja. Gier, Bürgermeisterin Isha. Thank you. Okay, dann ist einfach nur ein Side-Character. Now, I'll get started producing Alliance stamp cards immediately. Oh, die mit ihren Stempelkarten, ey. What? Oh no, that's not. Please don't. Are you sure? They're very effective. Das glaube ich dir, aber gut, das war die nächste. Dann, zurück in die Basis, würde ich mal sagen, oder? I have literally never failed at this. Not once. Hallo, da sind wir wieder. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier bei meiner Gilde. Die Missionsgilde. In der Missionsgilde kannst du Verbündete, die du in der Stadt gelassen hast, in Teams bis zu 4 aufteilen, damit sie verschiedene Aufgaben erledigen und dir helfen, die Stadt aufzubauen. Zögere dich nicht, eine Gruppe zu entsenden und an die Arbeit zu schicken. Alle Verbündeten haben Stärken und Schwächen, was ihre Leistung bei Aufgaben beeinflusst. Im Laufe des Stadtaufbaus kannst du mehr Gruppen für mehr Missionen bilden. Du kannst den Fortschritt einer Gruppe an ihrem Ziel einsehen, sobald sie von einer Aufgabe zurückkehrt, macht sie sich sofort wieder auf den Weg, um sie zu wiederholen. Im Bericht siehst du die Ergebnisse. Hey there. Ach du. Ja, holen die halt Ressourcen ran, ne? Halbe Stunde dauert das immer.
Bauholz, mystisches Holz, ausgezeichneter Lack, Drachenfleisch. Das klingt schon mal gut. Und jetzt muss ich mir jeden durchlesen, was der kann. Sehr positiv, es ist kein neues Minispiel, ja, aber ich muss ja trotzdem hier mir das durchlesen, wer was kann. Also ich brauche auf jeden Fall jemanden zum Sammeln, oder? Sie ist ein guter Hybrid. Ein S-Ran gibt's auch. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, wo bin ich denn hier reingeraten? Sammeln S. Alles andere ist richtig shitty. Francesca. Sammeln, also sie ist schon mal gut im Sammeln. Ach, du meine Nase. Sie kann auch gut sammeln. Und hat gar nicht mal so schlechte Stats. Also gefühlt ist das erhöht die Beschaffung von Bauholz, erhöht die Beschaffung von Nahrung, erhöht Gruppensammelfähigkeit, erhöht das Charisma der Gruppe. Das ist doch was. Wenn man 100 Helden hat, dauert das ja ewig. Da sagst du was. Ey, da erstmal eine Gruppe zusammenzustellen. Wir brauchen seltenes Holz, um das Hauptquartier stärker und schöner zu machen. Kannst du im großen Wald hochwertiges Holz holen? Also man braucht dann jemand, also hier brauche ich jetzt welche, die gut sammeln können und die aber auch stark sind. Also sie kann zum Beispiel gut sammeln. So, er ist stark. Ich hatte doch jemanden, der sammeln kann und nicht ganz so schlecht ist. Oh Gott. Ich glaube, wenn man einmal sein Team hat, wenn man es einmal gemacht hat, sie ist nicht so schlecht. Guck mal, ich kann die doch ordnen nach Sammeln. Guck, das ist doch mal was. Ey, man kann die hier ordnen, das ist doch. Der ist auch ganz gut. Erhöht die Beschaffung von Nahrung, aber das bringt mir ja nichts. So, dann mache ich mal physische Stärke. Nehme ich ihn noch mit rein und so, das ist meine Sammelgruppe, Gesamtwertung A. Ja, ist doch nicht schlecht, oder? Das hilft schon mal, ja. Ich muss funkelnde Schätze finden, korrekt? Okay, überlass das mir. Ich liebe es, nach glänzenden Sachen zu suchen. Auf geht's, Leute. Nahrung, Erze. So, jetzt habe ich halt Bauholz. Platinerz, Eisenerz. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Da kann ich jetzt wieder ordnen nach...
sammeln. Erhöht Gruppensammelfähigkeit. Charisma der Gruppe, erhöht Glück der Gruppe. Das Glück, Gruppensammelfähigkeit. Aber ich habe jetzt niemanden, der speziell Gestein sammelt, ne? Gut, dann nehme ich aber erstmal ihn hier. Und den damit rein und dann gucken wir mal. Physische Stärke wieder. Weil Charisma braucht man dafür, glaube ich, nicht, oder? Setze ich ihn mit rein und machen wir mal hier Leanne. Entsenden. Gut. Auf dem Bauernhof. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. So, und die machen jetzt ihr Zeug. Alles klar, dann haben wir schon mal die erste Gruppe entsendet. Jetzt kann ich weiter ausbauen. Erstmal hier mein Wahrsager. Nee, Wahrsagerin, tut mir leid. Ich weiß immer nicht, warum ich davon ausgehe, dass es ein Mann ist. Prophezeiungssalon. My thanks. Den Schmied habe ich noch nicht gefunden. Restaurant erweitern. Da. Was bauen wir jetzt Schönes aus? Steinbruch. Der Steinbruch wollen wir. Weide ausbauen. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich muss noch. Du musst noch zu deinem Wahrsager gehen für die Diebenquest. Genau, das muss ich auch noch machen. Aber das. Deswegen habe ich es ja jetzt erstmal gebaut. Und dann können wir da gleich hingehen. Angelverbesserung. Das war der Künstler. Der hat irgendwas von Grumm erzählt, von der Periel wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er sie meint oder die Mutter. Ich muss auch noch ein paar Eier ausbrüten gehen. Das müssen wir auch noch machen. Ach komm, das baue ich jetzt einfach mit aus. 10 Brutplätze, jetzt wird hier massengebrütet. Ach, das war die Bronzestatue, wo ich nicht weiß, was die macht. So, dann werde ich jetzt den Steinbruch weiter ausbauen. Steinbruch wichtig. Da freut sich mein kleiner Zwerg. Holzfällerproduktion? Ich weiß ja nicht. Steigert Kampffähigkeit von Truppen und Hauptmännern der Einheit. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber Orichalkum-Erz? Uiuiui. Aber dann muss ich das erstmal ausbauen. Das kann ich aber schon mal machen. Das ist jetzt nicht so.
Nicht so schlecht. So, und dann ist das schon mal frei. Das hier unten ist halt noch ein bisschen... Sieht mau aus. Ich kann mir ein neues Kartenset, könnte ich mir auch holen, wenn ich dann die Ressourcen habe. Aber Karten sind mir erstmal nicht so wichtig. Ich glaube, das Eisenerz spare ich noch. Ich hätte gerne eine Funktion, dass ich hier rauszoomen kann. Please come by anytime. So, wo ist meine Wahrsagerin? Wo hat die ihren... Jetzt muss ich mal gucken, wo die ihren... Kann man die Beyblade Arena ausbauen? Ich glaube, sowas gibt es in der Basis gar nicht so. Oder ich habe es noch nicht gesehen. Das kann auch gut sein. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht. Das kann man nur... außerhalb spielen gegen irgendwelche Leute. Wo ist denn meine Wahrsagerin? Wo hat die sich denn versteckt? Hier drin nicht. Oh, muss ich das jetzt erstmal suchen? Weil man findet ja auch Beyblades. Bleiben wir mal gleich bei der Sprache. Die werden ja von Monstern fallen gelassen. Hauptsächlich. Also wenn man gegen Monster kämpft, besteht da die Chance, dass sie die fallen lassen. Perry, if I put antiques and noblesse oblige in a sentence together, does that mean anything to you? Mehr Rekrutierung, noch mehr Rekrutierung. Oh. Zufallsfund. Now there's an odd question. Do you need help with something? Maybe I should start from the beginning. Einfach in ihr Zimmer reingestürmt. What a curious fellow. Most of today's nobles would call that thinking old-fashioned, but I believe I know just who to consult. Jinquis. Jinquis. Yes, milady. We need to find an antique that would stir even the stoniest of hearts. Can you suggest anything? A yellow rose censer, perhaps? But they are maddeningly difficult to come by, unless you're willing to take on a scarab. Mit einem Skarabäus an? Yes. A rarity like that would be perfect. I think my father had one in his collection. Uh-huh. But we'll need a new one. Do you know where these scarab creatures roam? As I recall, they can be found in the eastern desert. Östliche Wüste, ich muss es mir aufschreiben. Mein Gott, ey. Great. I'll hunt one down. Thanks, Periel. It's the least I can do. As your new acquaintance might put it, it's my noblesse oblige. The privileged must use their knowledge and resources for people in need. Immer schön rekrutieren, immer weiter rekrutieren. So, wo ist meine Wahrsagerin jetzt hier? Da offensichtlich nicht. Oh Gott, ey. Ist sie überhaupt hier im Schloss? Da sind die drin. Hier war Besprechungszimmer. Wo ist mein Hellseher? Hellseherin. Fischkrokette, Abend. Einen wunderschönen guten Abend.
Wie geht's? Wie steht's? Was? Hat sich diese Person außerhalb angesiedelt? Hier ist es auch nicht. Also ich suche mich jetzt dumm und dämlich. Hier rechts ist der gruselige Typ. Ansonsten unten im Keller doch nicht, oder? Hier auf meinem Übungsplatz. Oh Gott, jetzt kommt die nächste Sequenz. But it's kind of hard to refute when there's a witness. He said West, so doesn't that mean... Brother, I am not hunting a dragon. No stinking way. They can ask Gar or Mio or somebody else who won't get turned into roast giblets in 3 seconds. Well, they're gonna need an escort at least. Hey, what's wrong? Something happened? Oh, Commander, you're not gonna believe this, sir, but there's been a dragon sighting. Yeah, and it sounds like it's behaving erratically. A hunter found it in the woods, and while it didn't attack, it wasn't too friendly when he tried to approach. Wir haben es auch schon mit dem Drachen aufgenommen, also ist das Problem nicht. Okay, probably should take care of that. Do you know the location? Yeah, it's the... What do you call that road the Guardians use? The old road, the elbow. Oh, I hate geography. Anyway, it's out in that direction, sir. Sir? The old road. Got it. Thanks for stepping in, sir. The hunter who reported the sighting mentioned a glow that looked like raw lens. You might want to take along an expert on that. Der hier, der sich umhört hat, hat ein Leuchten erwähnt, also eine unbearbeitete Linse aussah. Vielleicht sollte ein Experte darauf angesetzt werden. Raw lens. Who would know the most about that? Wer weiß über Linsen Bescheid? Oh Gott. Na, ich schreibe mir das mal auf. Alles gut, ich bin auch gerade am Rekrutieren. Und wie geht's damit voran? Ich habe heute einen sehr guten Tag, was Rekrutieren angeht. Bei mir läuft es bisher sehr gut. Dafür lasse ich aber auch die Story gerade hinten runterfallen. Die spielt halt eher zweitrangig eine Rolle. So, ich habe es aber immer noch nicht gefunden, also... Das ist das Lazarett. Scheinbar. Also, da muss die ja außerhalb sein, die Wahrsagerin. Ich hätte gedacht, die hat sich hier drin einquartiert. Aber hier sehe ich auch nichts. Hm. Du bist bei 85. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Da müsste ich mal nachgucken. Also ich weiß, mein nächstes Ziel sind 100, damit ich die Basis weiter ausbauen kann, ja. Das weiß ich, aber bei wie vielen ich gerade bin? Keine Ahnung. Ich bin ja schon überfordert, meine Wahrsagerin zu finden. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Es passiert so viel. Da ist schon wieder jemand. Ach. Wie heißt sie denn? CJ. Keeps Isha and Garou were here. Can you point me their way? Ah, weil Isha und Garou jetzt hier sind, kommt sie auch vorbei.
Na, das ist ja wunderbar. Guru and Isha? You know, Beastin with an attitude problem, lady who likes money. I know they're here, so come on, out with the info. Es passiert heute so viel. Bin erschlagen. Hey, you! Yeah, you! Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? CJ, I was wondering whose life you're out there complicating. Why'd you have to come bother us here? Har har, hilarious. I'm not the one who up and disappeared. Nice to see you're alive, by the way. Actually, CJ, you did disappear. When you said you and I should split up and look for clues, and then never sent so much as a single letter. Oh, right, the clue! That's the whole reason I'm here. A clue to what? Oh, well, wait, who are you? Like the mayor or something? Ja, bin der Bürgermeister. Same basic thing. Wait, I am? Never mind that now. A primal lens! I found a primal lens! Or at least, the rune barrows where a primal lens might be. Primal lens? Mm-hmm. Hunting for something humongous again, eh? What? No, you know I already found my treasure. This primal lens is my ticket to something else. A power I'm after. Anyway, the barrows are tucked away on the lands of some noble family by the name of Groom. Mm-hmm. I wasted no time in sniffing around, and there is 100%, for sure, probably a primal lens there. You don't mean the barrows up through the woods north of Eltisfice? Vielen Dank für dein Followfisch. Krokette. Übrigens ein sehr cooler Name. Plans to a rival scavenger? No. It's just that we found and recovered a primal lens from those exact rune barrows over half a year ago. Richtig, die haben wir schon geborgen. Oder die wurde von den Bösen geborgen, sagen wir mal so. What? Nuh-uh. You need a special rune to get in. Trust me, I know, because I had to scour the land to find it. Actually, wait. Now that you mention it, I do remember another place that we couldn't get into. An den kann ich mich nicht erinnern. Yeah, bingo! The only one who can get into the barrows I'm talking about is me! Lucky for you, I'm putting together an expedition team, and you're on it! It'll be you, me, Guru, and Isha. Okay. Oh, nice of you to ask first. Run on ahead and stake it out. Can't have anyone beating us to the prize. You catch up later. It's Noah. Right. And make sure Isha and Guru come with you. The barrows are north of Eltisvice. Okay. Wait, we already covered that. Das muss anyway, ich mir mal aufschreiben. See you there. CJ. Ich finde das schön, alles so richtig schön oldschool mit einem Zettel und Stift sich aufschreiben zu müssen. Oh Gott. Sheesh. Sheesh. Sheesh all you want, but she's probably onto something, that one. Do we check it out? I reckon we check it out. If you're going, I'm going. Don't forget to bring us along, Noah. Das machen wir. Another rune barrows. This is exciting. Ja, jetzt möchte ich gerne noch wissen, wo die Hellseherin sitzt. Wenn ich das noch rausfinde, dann habe ich heute alles erreicht. Wenn diese Info jetzt noch irgendwie ersichtlich wird. Eier wollte ich holen. Eier, wir brauchen Eier.
Hab ja hier ein paar Eier. Nee, warte mal. Ich nehme mal erstmal die hier. 4 Stück. 10 kann ich brüten, ne? Dann kann ich eigentlich alle mitnehmen. Aber hier unten ist noch nicht die Hellseherin im Knast. Das wäre ja gruselig. Möchtest du dich anschließen? Nee, du bist immer noch sauer. Hm. Verständlich. Wo hat die sich einquartiert, ey? Das habe ich nicht... Ja, teilweise ist man echt am Suchen, das stimmt. Also man muss sehr... Ah! Okay, gut, hab gefunden. Also stellenweise muss man sehr viel Suchfleisch haben, sage ich mal so. Das muss man schon abkönnen. Baba, you're here. Baba. This woman is the seer you were talking about. Yeah. We're gonna get that Weasley sneak for sure now. Ah. Noah has joined us. Hm, da bin ich. So we're trying to locate a thief. Her name is Faye, I think. Yes, allow me. Zipperdalips, so padamind, Shablooey! Okay. I see. We must seek out a swaggering man, rosy clad and brashly so. Wir müssen einen protzigen Mann aufsuchen mit rosiger Kleidung und frechem Auftreten. Ist Gokto damit gemeint? Hm, who could that be? Somebody loud and dressed in pink? Ach, der laut ist und sich pink kleidet? Habe ich so jemanden überhaupt? Da, mein gruseliger Freund. Which medal has caught your eye? Anzahl der rekrutierten Charaktere 75, okay. Sind ja nur noch 25 bis zum... Du komm again. Bis zur nächsten Stufe, Ausbaustufe. Okay, Deutungsdetails. Folgende Dinge kann Bababa dir wahrsagen. Ort untersuchen zeigt dir, wo du potenzielle neue Verbündete findest. Hintergrund untersuchen erfahre mehr über die Vergangenheit und Beziehungen von Verbündeten. What wisdom do you seek? Ich weiß, wen sie sucht. Hi, hi, hi. Das ist schön. Okay. Oh, na, wenn ich jetzt damit anfange, dann... wenn ich jetzt damit anfange, da komme ich heute nicht mehr ins Bett. Aber der ist doch nicht laut hier. What do you need? Until next. Changing things up, hm? Wen habe ich denn hier alles noch? Wer ist rosa gekleidet und ist laut? Martha? Könnte sein. Auf jeden Fall ist die laut und quasselt viel. Ich sollte mal vielleicht... Erhöht die maximale Kapazität der Zaubertasche. Erhöht die maximale Kapazität der Zaubertasche stark. I await your invitation. Sollte ich mal Nell mitnehmen vielleicht. Gut, dann gehe ich mal Martha besuchen. Und Ryufa nehme ich raus. Dafür kommt... Wo ist mein geiler Samurai? Da ist er, Iugo. Der ja angeblich
Perfect. You caught me when I was warmed up. Level 6. Ich glaube, ich hätte den sehr früh schon rekrutieren können, oder? Dass ich den jetzt erst gefunden habe. Den muss ich erstmal ein bisschen hochleveln, den guten Mann. Done then. So, Martha, dann gehen wir dich mal besuchen. Vielleicht bist du gemeint. Zur Weide. Ja, Mann, es ist doch... Wenn sie es nicht ist, dann... Something on your mind? Ich sehe, dass du dich gut ernährst und dich fit hältst. Jetzt brauchst du nur noch ein nettes Mädchen. Leave the ranch and... Hm. Das war scheinbar nicht das Richtige. Oder ich muss irgendwie was anderes triggern. Peter. Me and my va- hm. Hm. Er ist rosa gekleidet und laut. Warum gehe ich raus? Ich gucke noch mal alle durch. I have things to do. Ja, ja, ich auch. Ist hier jemand? Ach, hier, Yusuke. Oh, wo ist der denn? Wo treibt der sich rum? Ich glaube, der steht oben auf dem Dach. Come back. Ich glaube, der ist oben auf dem Dach. Dass ich ihn da mal gesehen habe. Dann mal hoch, gucken. Ah. Don't you want to be the greatest like me? I already am the greatest. The mighty Fae, the greatest, swiftest, sneakiest thief in the world. Ein verdammter Meisterdetektiv, ja. Sherlock ist am Start heute. Das auf den Donnerstagabend. Ich bin begeistert. You know what? Maybe you are. Let's you and me tear this city up. Aber an Yusuke habe ich nicht mehr gedacht. Weil ich den noch nie benutze, den Typen. Ne? Den habe ich einmal am Anfang benutzt und seitdem nicht mehr. Aber ja, klar halt. Ne? Der ist laut und ist pink gekleidet. Yes. Let's tear things up. Aber dass er... Right where Bababa said she'd be. Aber dass er Faye so unterstützt? Rats. You thugs found my safe haven. Yeah, she got away again. Schon wieder weg. Oh, Mann. What the hell, Noah? You got some beef with a little girl? I do. She's been stealing food from the Alliance. Damn, really? I thought she reminded me of my old life. But stealing ain't right. Das ist richtig. Stehlen ist nicht richtig. I'll nab her for you, okay? Wenn ich sie wiedersehe, hole ich sie für dich, okay? Thanks, Yusuke. I appreciate that. Oh, I can't believe she gave us the slip. Guess we'll need to ask Bababa again. Ja, machen wir. Und dann muss ich Yusuke bestimmt mitnehmen, oder?
Ich wusste es auch nur, weil ich den bei mir schon hab. Ja, dann ist der noch ein bisschen präsenter, ne? Weil nachdem ich ihn dann 25 Stunden nicht benutzt habe, war diese Person mir nicht mehr so präsent. Aber nichtsdestotrotz ist doch, man hat's rausgefunden. Das ist doch schön, wenn ein Spiel dich so ein bisschen fordert. Also ich muss echt sagen, ich bin erstaunt, dass es mir doch so, dass es mir doch noch so gut gefällt, alles ohne Questlogs abzuarbeiten. Ne? Dass ich hier wirklich mit Zettel und Stift sitze und nicht alles total ein auf den Präsentierteller vorgelegt wird. Ja, dass man doch noch mal ein bisschen selber nachdenken muss und überlegt. Das mit dem Fischen, da wäre ich nie drauf gekommen mit der Brasse. Das muss ich ehrlich sagen. Das fand ich schwierig, aber da hätte ich vielleicht noch mal irgendwie mehr mit den Leuten reden müssen, um das herauszufinden. Aber ansonsten, ja, das ist halt, man kriegt kleine Brocken hingeworfen und dem muss man nachgehen. Dieser Sammelaspekt hält die Leute halt bei der Leine, ja. Das auch auf jeden Fall auch, ja. Und vor allem, aber man muss halt ein Fan davon sein, dass es, dass man es nicht alles vorgesetzt bekommt, ne? Das ist ja das Gleiche, dass vor 5 Stunden ungefähr ist ein Charakter aufgetaucht, der irgendwas haben will und jetzt findest du es erst. Ne? Und das, solche Sachen sich zu merken oder dann halt wirklich aufzuschreiben und eigenständig alles herauszufinden, ist nicht jedermanns Sache in der heutigen Spielwelt. Da wird man ja schon sehr verwöhnt mit Questlogs und allem drum und dran. I see. We must seek out a mouth most vulgar and foul, veiled in a sheath of ivory elegance. Ich weiß, wer das ist. Das ist mein Liebling. Who could that be? Somebody who's rude and wears white? Ich weiß es. Das ist Francesca. Also das kann man, also wer Francesca übersehen hat, der tut mir leid. Die kennen wir alle nur zu gut, ja. Die wird bald wieder Standardmitglied in meiner Party. Da ist sie doch. Totally. So I made you this little collar of flowers. Oh, it's wonderful. You really are such a little sweetheart, Faye. There's the Weasley sneak. We have you now. Time to get what's coming to you. Huh? Who the hell did you just call a Weasley sneak? There's a child present, you rat-faced piece of scum! Want me to rip your tongue out and beat you to death with it? Yikes! Time to execute my super secret exit move. Running away really fast! Hey, sweetie, where are you going? Ja, gefühlt jeder kennt sie irgendwie in der Basis. Ah. I am so terribly sorry, Noah. Faye has been stealing? I just can't believe it. Ah, wenigstens hatte Francesca mal wieder einen schönen Ausraster. I'm afraid so. Food is flowing out of the Alliance stores and into her stomach. Oh, Faye. Oh. You there, soldiers. Yes? Might I beg a boon of you? Faye must have a good reason for what she's doing. So when you catch her, please treat her with more kindness and mercy. Right. It's just, with thieves. Oh, don't you make me! Yes, ma'am. Herrlich. Francesca. Francesca ist einfach, weiß ich nicht, einzigartiger Charakter.
Ich finde die wunderbar. So, noch eine Weissagung bitte. Alle guten Dinge sind drei. I'm so sorry, Bababa. She got away again. Bababa. The Weasley sneak used Francesca for protection. Do not worry. I foresee this will all come to a close soon enough. Okay. Ich hoffe für dich, dass das jetzt auch wirklich zum Ende kommt. Oh, ja, hier. Weitermachen. I see. We must seek out a pair joined in friendship. One minute, one mammoth. Wir müssen ein Paar suchen, das in Freundschaft verbunden ist. Einer winzig, einer riesig. Hm. Who could that be? Somebody small with a large friend? Noah, before you go, she needs someone to listen. Will you do that? Of course, Bababa. Wer ist das denn jetzt? Yes. Ich habe ja hier an Marisa gedacht. Sie hat ja einen kleinen Freund. Die beiden könnten es auch sein. Cabana. Weil Marisa, warum sollte Marisa? Die hat ja eigentlich in der Basis nichts zu suchen, weil das bisher, die ist ja in ihrem Dorf. Cabana könnte es sein. Weil Marisa. Oh. Hey Noah. Okay. Everything okay? What do you mean? I don't know. You look a little distracted. Yeah, maybe. I guess I can tell you. There's been some Griffin sightings. Here one day, there the next. You know how it is with rumors. Okay, das ist wieder was komplett anderes. Okay, so, cool. You want help hunting the Griffin down? Greife jagen. No. But the way people have been describing it, I keep thinking, what if it's him? Bobby B. Wer? Okay, das hat auch irgendwas zu bedeuten. Oh Gott, was ist das? Mein Kopf explodiert gleich. Ich krieg Schweißausbrüche. A good soak's what you need. Okay, scheinbar sind die das nicht. Der eine klein, der andere riesig. Ich hätte drauf schwören können. Oder vielleicht muss ich ihn bahnen. Ich gehe trotzdem, nehme trotzdem ein kleines Bad. Wenn ich schon mal da bin, kann ich mal ein Bad nehmen. Ist auch eine Heldin vom Anfang. Achso, ich kann das hier abbrechen. Ich vergesse immer, dass ich das mit Kreis wieder abbrechen kann. Okay. Dann muss ich nochmal gucken. Das will ich heute noch schaffen, jetzt schnell. Wer ist damit gemeint? Yes. Pff,
vom Anfang. Keine Ahnung. Ich hab die nicht, die du meinst. Dann habe ich am Anfang scheinbar jemanden übersehen, ne? Dann kann ich das wohl heute nicht fertig machen. Wenn mir eine Heldin fehlt, dafür vielleicht. Weil ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, wen sie meint. Also die beiden sind halt, haben einen Größenunterschied. Ansonsten noch Marisa, aber Marisa hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Also, es kann ja durchaus sein, dass es jemand ist, den ich noch gar nicht habe. Aber ich denke mal, das ist dann eine Aufgabe für morgen. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.